Hat die AfD aus Ihrer Sicht ein Problem mit Rechtsextremismus? Muss diese Partei verboten werden? Ja, das ist ja ein Witz in Tüten. Also wissen Sie, wenn Ihnen nichts Besseres mehr einfällt, dann drohen Sie mit dem Verbot. Und Sie merken ja jetzt, dass das in den Umfragen der AfD eher nützt als schadet. Wenn Sie die Demonstrationen, von denen Sie gesprochen haben und zu Recht gesagt haben, da waren Millionen auf der Straße, da hätte ja die AfD jetzt nur noch ein Promille haben dürfen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Mit einer Partei und einer politischen Position können Sie sich nur argumentativ auseinandersetzen. Wenn Sie ins Internet gucken, Peter Hane AfD, da kommt immer die Meldung, dass ich schon bei der Gründung der AfD, habe ich gesagt, die AfD gehört in Talkshows.